Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie, mit einem neuen Pilzefilm. Ich bin wieder in einen Wald gefahren, so wie immer, und will mal gucken, was es hier für Pilze gibt. Ja, ich fahre also nicht so an so ganz unbekannte Stellen, wie ihr das am Hintergrund so seht. Kennt ihr den Wald aus meinen frühen Pilzefilmen auch? Ja, dann würde ich mal sagen, ziehen wir mal los, wünscht uns mal Trüff Trüff. Trüffelhund hat sich ja gerade schon wahnsinnig gefreut, mitzudürfen. Ja, dann viel Vergnügen mit dem Film. Ja, dann wollen wir mal, ne? Das ist mein Motorrad, mein Roller, mit dem ich mal losgefahren. Da kommt auch mal in Ecken, wo man sonst im Auto nicht parken kann. Kann man damit halten, ist eine wunderbare Sache. Ja, dann wollen wir mal hier rein. Ja, noch ist hier nicht so viel zu entdecken, aber das ist ja am Anfang immer so. So, Flöchen, geh du mal voran. Findest du einen Pilz? Ja, hier ein vorwitziges Marönchen. Wie klein und süß. Ja, das ist ein Perlpilz. Und den kann man mitnehmen, das ist ein schöner Pilz. Ja, und hier haben wir noch einen. Ja, und schöne Pfifferlinge gibt es hier auch. So, dann wollen wir die mal ernten. Guck mal, wie schöne Pfifferlinge. Ja. Einfach nur schön, so morgens im Wald zu sein. Auch Trüffel gefällt es. Also wirklich toll dieses Jahr mit den Pfifferlingen. Die stehen hier an allen Ecken und Kanten. Das ist toll. Ja. Frische Sauerländer Pfifferlinge sind mir lieber als diese Tschernobylis aus dem Supermarkt. Ja, mit den Pfifferlingen läuft ganz gut. Der hielt der ganze Waldboden voll. Dann werden wir mal hier ernten, ne? Ja, Frau Schnecke zieht auch hier ihre Wege. Bestimmt zum nächsten Pilz. Ist schon was Schönes, so Pfifferlinge sammeln. Guckt euch die mal an. Und es ist hier alles voll. Auch wieder wunderbare Pfifferlinge. Mann, was guckst du arrogant? Du guckst genauso arrogant wie der Steinpilz. Aber wir wollen den jetzt abernten. Ja, wie gemalt, ein Steinpilz, den werde ich gleich auch schön ernten. Ja, das hier ist ein Fichtenblutreizker, den nehmen wir natürlich mit. Ja, so früh im Jahr kann man die ruhig mitnehmen, da sind die noch nicht durch. Oh, da stehen aber viele Pfifferlinge. Komm mal hier, Flo, komm. Guck mal da. Mal irgendwie da hinkommen, Kerl. Oha. Da. Wäre natürlich mitgenommen. Ja, hier mitten im Wald eine Kolonie Schwefelköpfe. Es sind grünblättige an einem Baumstoken. Ja, schöne verwunschene Flagge. Komm, kannst weitergehen. Komm, Flo. Ja, komm. Heidekraut. Wunderbare Gegend. Ja, da ist noch ein kleiner Blutreizker.
Ja, wird mitgenommen. Ja, hier steht alles voll Speithäuplinge. Ich kenne die, die standen auch letztes Jahr hier. Also die sind alle brennenscharf. Ja, die brauchen wir nicht zu sammeln, ne Flo? Aber dieser Wald hier, der sieht mir wieder aus nach Pfifferling. Kleine Tannen. Für Trüffel ist er natürlich wunderbar hier im Wald. Ja, diesen Steinpilz hier, der hat mich ein bisschen genaht, denn von oben sieht er bald so aus wie ein Perlpilz, aber als ich mir den da näher angeguckt habe, war es ein Steini. Man freut sich. Ja, hier haben wir wieder einen Platz, da stehen die Pfifferlinge wie gesät. Tja Leute, ich kann euch nichts anderes zeigen als Pfifferlinge, weil die gibt es heute en masse. Ja, eine schöne Gruppe Pfifferlinge, auch die richtige Größe. Muss ich dich mal rausdrehen. So, ab ins Körbchen. Ja, das ist ein Täubling und zwar ein brennenscharfer. Das sieht man auch, die meisten, die so ein bisschen rot am Stiel haben. Ja, die sind scharf. Ja, hier habe ich ein schönes Exemplar eines amethystbeflockten Pfifferlings. Ja, war gerade eine ganze Gruppe von. Freut man sich auch. Ja, und was sich die Pfiffis im Gras verstecken können, ne? Guck mal. Ja, noch ein Steinpilz. Immer gern genommen. Ja, das ist ein safrangelber Scheidenstreifling, der ist bilderbuchmäßig. Schade, Scheide sind braun geblieben. Aber die Riefung kann man wunderbar erkennen. Hier ist noch einer, ein junger. Den nehmen wir auch mit. Ganz hervorragender Pilz. Ja, das Körbchen, das fühlt sich gewaltig. So, herrliches Wetter heute zum Pilze suchen. Wolflo? Such den Trüffel. Ja, dann finde ich hier noch ein paar Röhnchen. Ein leckeres Maröhnchen. Immer gern genommen. Wo nicht? Ja, hier hat die rote Wallameise ihre Burg gebaut. Ja, hier gibt es Flockenhexen. Auch wieder ein schöner Flocki. Ein Flocki. Den habe ich bald vermisst. Ein Birkenfröhrling. Ja, der fehlte mir noch in der Sammlung. So Leute, das war's für heute. Wir haben sehr gut Beute gemacht. Wir haben auch eine, ja, zwei Teller Mahlzeit haben wir. Man soll ja auch nicht mehr sammeln, als man verzehren kann. Jo, dann wollen wir das mal heute beschließen. Ich wünsche euch dann noch viel Vergnügen mit diesem Film gehabt zu haben und sage trüff, trüff, bis zum nächsten Mal.